Jetzt werde ich dir zeigen, wer von uns beiden der Dümmere ist. Du! Morgen, gestatten. Ich hab's. Du, er hat den Brief. Ja, stimmt. Wir haben euch gleich erkannt, sonst seht ihr ganz anders aus. Heda! Wo ist das Brot her? Das Brot? Sag es ihm. Brot? Das habe ich gerade geholt. Da, bitte. Lieber guter Junge. Du. Hallo, ihr beiden Schönen. Sie? Das ist wunderbar. Frechheit. Hey, was fällt euch ein? Aufmachen. Aber schnell. Flegel. Regt euch nur nicht so auf. Schweinerei. Sagt ihr etwas über mich? Das Lachen wird euch leicht vergehen. So, du altes Knochengerüst kommst auch noch dran. Beim nächsten Mal. Schuft. Junge, du. Hätte er sich wenigstens die Hände gewaschen. So ein Wüstling. Ruhige dich, setz dich hin und iss erstmal dein Eicheholing. Du hast recht. Und dieser brutale Kerl ist noch dazu unser Nachbar. Ein unerwarteter Besuch bringt oft nur Folgen, die man nicht erhofft. Paterchon wird von der Alten gebeten, sie im Geschäft kurze Zeit zu vertreten. Beim Umkleiden fragt er bescheiden an, wann er die Erbschaft antreten kann. Geduld, denn was in den Karten steht, bestimmt auch in Erfüllung geht. Wenn Kunden kommen, nur Gutes versprechen, damit sie vor Freude das Doppelte blechen. Die beiden Mädchen kommen. Oh weh, oh weh. Sie kommen ja schon die Treppen rauf. Sei doch vernünftig. Du siehst ja blendend aus. Behalte das Ankommen, setz dich auf deinen Platz. Nein, ich mache nicht mit, ich ziehe das Gelumpe wieder aus. Auf deinem Platz und rühr dich nicht vom Blick. Wenn sie mich erkennen, sind meine Chancen zum Teufel. Du parierst. Scher dich auf deinem Platz. Ich will nicht. Und sage wahr. Keine Widerrede. Verstanden?
Tag. Hm, immer herein, setzen Sie sich. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Oh, warten Sie, ich hole noch einen Stuhl. So. Bitte sehr. Danke. Ja. Oh. Zwei schöne Herren haben Sehnsucht nach Ihnen und sind bis über beide Ohren in Sie verliebt. Und wer ist es? Ein langer Dünner, der sich immer einbildet, viel schlauer zu sein als sein reizender kleiner dicker Freund. Aber er ist dumm, sehr dumm. Du Schwindler, du! Das war nur mein Kettchen. Sein Schreck. Tja, aber sein Freund ist ein Engel. Ja, ja. Genau wie Sie beide. Reizend. Das Glück ist schon sehr nahe. Fabelhaft, wie im Traum. Der Dicke. Oh. Die drei Karten bedeuten für euch das Allerschönste. Bald werden für euch die Hochzeitsglocken läuten. So, bitte. Danke sehr. Alles hätte ich erwartet, nur das nicht, was die Alte alles weiß. Du falscher Freund, was für Lügen hast du meiner Braut erzählt? Was? Bitte, was? Gut. Es war die lautere Wahrheit. Du bist doch noch viel dümmer als ich. Du, was willst du denn noch von mir? Das ist eine hundgemeine Schweinerei. Donnerwetter, wie benehmen Sie sich gegenüber einer Dame? Ich werde Ihnen Ihr Gehirn mal zurechtsetzen. Ihnen passiert nichts, solange ich nebenan wohne. Ja, ja. Wir armen Frauen haben es nicht leicht. Solche Männer wie Sie müsste es mehrere geben. Oh, was? Sie frecher Lümmel, Sie, das sollen Sie bereuen. Warte, mach mal auf, ich bin's. Ich fasse dich doch. Jawohl. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Danke sehr. Danke sehr. Wir die beiden. Das ist doch geradezu unmöglich, so elegant. Wir wollen Sie überraschen. Komm. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ein Spazierritt? Ja. Ja. Dürfen wir uns eben anschließen? Vielleicht hier herein. Bitte sehr. Bitte sehr. Danke. Vorsicht, Stufen. Wir hatten ja gar nicht damit gerechnet, Sie hier zu treffen. Nein. Ein herrlicher, schöner Sommertag. Ja, sehr. Setzen wir uns. Ja, gern. Uns. Ja, bitte. Danke. Danke. Schenken Sie mir bitte ein Blümchen. Ach, mir bitte auch. Aber gewiss doch. Doch. Die Walzen. Chrysanthemen. Ja. Wir pflücken sie gleich. Ja, Sie. Ja, ja. Ja. So, ja, wir pflücken sie gleich. Gleich. No. Ja, wir pflücken sie gleich. Sofort.
Die da? Die da. Die da. Ja. Die da. Wunderbar. Klasse. Schön. Bitte sehr. Oh. Das Schönste sucht dich auf den Fluren. Und tausend herzlichen Dank. Und das ist reizend von Ihnen. Aber nein, reizend sind Sie. Ich bin bezaubert von Ihrem Charme. Besuchen Sie uns doch mal in unserem bescheidenen Heim. Ach ja, wir würden uns sehr freuen. Wie wäre es denn, wenn Sie gleich heute zu uns kommen würden? Zu einem prima Mokka. Frisch gebrüht. Ja, scheren sich weg. Ja, prima Mokka. Wegscheren. Hallo, alter Knabe, zurück Guten aus Tag, Amerika. Na, wunderbar, dass du wieder da bist. Was macht deine Frau, hä? Und die lieben Kinderchen, was machen Sie? Gratuliere nachträglich zu deinem Geburtstag. Ich auch. Die Geburtstagsfeier müssen wir aber noch kräftig nachholen, mein Lieber. Grüß zu Hause, recht schön. Alter, der Bursche hat eine tolle Karriere gemacht. Gut, sehr vornehm. Gehen wir weiter. Gut, gehen wir. Es bleibt also dabei, wir erwarten Sie heute Nachmittag bestimmt zum Kaffee. Heute Nachmittag. Es wird auch Ihnen Freude machen. Sie bestimmt freuen. Hoffentlich geben Sie uns keinen Korb. Nein, das dürfen Sie nicht. Kommen Sie. Ja, gern. Passen Sie nur für. Wir haben jetzt Probe. Natürlich. Also auf Wiedersehen. Guten Tag. Tag. Also auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns auf mächtig. Ja, wir auch. Das wird ein schöner Tag. Tada. Hier gibt ein richtiger Rechtsverdreher einen Auftrag an seinen Bürovorsteher. Zu suchen ist der Erbe von 1 Million, der ambulante Obsthändler Patachon. Der Notar holt eilig sein Töchterlein. Schwerwiegend muss der Grund dafür sein. Eine Tochter und ein Erbe von 1 Million. Dieses Rechenexempel, das kennt man schon. Können wir die Anzüge bis morgen halten? Nein, Archie. No. Wir wollten sie nur ausleihen. Nein, nein. Ich glaube, das ist das Richtige für die Damen. Ein wundervoller Schnaps. Riech mal dran. Orange. Schön, ne? Ja. Aber nicht naschen. Ich gehe jetzt Kuchen holen. 8 Stücken werden genügen. Ja, dann ist unser Geld alle. Und fege schön die Ecken aus. Ja, ich mache schön sauber. Ja. Nein, bitte.
Mörchen. Ja, natürlich. Das macht.